Grundus Gründe, herzlich willkommen, schön, dass ich Zeit nehme. Wir wollen im Format ein bisschen tiefer ins Leben gucken und dieses Mal am 15. Mai wird der Tag der Familie gefeiert. Nun, wir haben hier ein Familienbild und das war zur Tochter. Ja, meine Tochter Vivian hat geheiratet, hier sehen Sie uns alle versammelt, sozusagen die Kernfamilie. Und wie wichtig ist es, dass es funktioniert, dass wir da Stress haben, unterschiedliche Prägungen, dass es sehr tief geht und so weiter. Das alles wissen wir. Doch wir wollen beim Tag der Familie auf das Verhältnis zwischen Eltern und Kinder eingehen. Und die Unterscheidung dieses Mal ist die Differenzierung zwischen Erziehung und Beziehung. Herzlich willkommen zu Grundels Gründe. Ja, es geht um die Familie. Es geht um den kleinsten Kreis, den Kern. Und was ich seit vielen Jahren beobachte, wenn Mensch dieses Nest nicht haben, diese Familie, wo sie geliebt werden, ohne Leistung, ohne Rolle, einfach nur, weil es sie gibt. Wenn Menschen diesen Kern haben, tun sich im ganzen Leben leichter. Und ein Defizit auf der familiären Ebene, in der Firma durch Leistung auszugleichen, kommt oft vor, führt meistens nicht zu einem erfüllten Leben, obwohl Erfolg vielleicht da ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich möchte Erfüllung und Erfolg haben. Also, wenn wir in die Familie reingucken, wenn wir in Beziehungen reingucken, dann fällt etwas auf, und zwar etwas, was wir lernen können. Denn es geht dieses Mal um den Unterschied zwischen Erziehung und Beziehung. Und hier kommt die Geschichte dazu. Stellen Sie sich vor, Sie sind 13, 14, 15 und Beispiele müssen leicht sein, Sie sind ein junger Mann. Was passiert? Testosteron überflutet die Schädeldecke und auf einmal kommt man nach Hause und sagt, ey Mama, Papa, ihr habt keine Ahnung. Ja, ihr wisst nicht Bescheid. Ich weiß Bescheid. Und meine Peer Group weiß Bescheid. Und bis gerade eben hat es noch funktioniert. Wir haben die Kinder erzogen. Es war eigentlich eine milde Form von Diktatur. Wir haben es gesagt, die haben es gemacht. Also Erziehung, eher klare Ansage, oder? Und auf einmal rebellieren die. Und wir denken uns, Mensch, was 13, 14 Jahre funktioniert hat, muss doch weiter funktionieren. Und jetzt kommt der Denkfehler. Jetzt denken wir, wir müssen nur die Dosis verdoppeln. Und dann wird es wieder funktionieren. Und jetzt geht die Rebellion weiter. Und das ist der gedankliche Fehler. Denn bis zur Pubertät gilt Erziehung, ab der Pubertät gilt Beziehung. Es sind also nicht die Kinder, die in der Pubertät schwierig werden. Es sind die Eltern, die am alten Führungsstil festhalten. Wenn wir das ein bisschen tiefer analysieren möchten, können wir auch in unseren Verantwortungsindex reingehen. Falls Sie es noch nicht wussten, wir haben eine Forschungsgruppe, die das Thema Verantwortung tiefer beleuchtet. Und hier ist das Ergebnis der letzten Studie. Wir sehen hier das Verantwortungsbewusstsein ohne Kinder und hier sehen wir das Verantwortungsbewusstsein mit Kindern. Und mit Kindern ist das Verantwortungsbewusstsein eindeutig höher als ohne Kinder. Hätten Sie das gedacht?
Wir dachten, wir erziehen Kinder. Doch Kinder erziehen uns in Sachen Verantwortungsbewusstsein. Was mir schon aufgefallen ist als Vertriebschef, damals habe ich Frauen eingestellt, die nach der Erziehung, meistens zwei Kinder, wieder beruflich arbeiten wollten. Und die haben halbtags manchmal mehr hingekriegt als andere Menschen den ganzen Tag, weil sie extrem strukturiert waren. Nun, wie ist Ihre Erfahrung im Kontext Erziehung, Beziehung oder vielleicht im Kontext Familie als Kern und Kompensation von Leistung auf anderer Ebene? Wie auch immer, bitte schreiben Sie uns Kommentare. Was bewegt das in Ihnen? Was wollen Sie mit anderen austauschen? Was ist Ihre Meinung dazu? Und, wenn es Ihnen gefallen hat, wäre es schön, wenn Sie es auch mit anderen teilen würden und somit die Bekanntheit dieses Formats steigern. Uns wird es freuen, wenn es Menschen in ihrer Entwicklung dient. Und wenn Sie selbst das Thema Verantwortung ein bisschen tiefer beleuchten wollen, dann gehen Sie auf verantwortungsindex.de. Verantwortungsindex.de. Auf dieser Seite können Sie einen kostenfreien Test machen mit Feedback. Und wenn Sie tiefer einsteigen wollen, dann machen Sie den Fokus Verantwortung mit differenziertem Feedback. Standortverantwortung kostenfrei, Fokus Verantwortung hochwertiges Feedback zum Test. Wie auch immer wünsche ich Ihnen in der nächsten Woche viel Spaß bei diesen Unterscheidungen, bei diesem Thema Erziehung versus Beziehung. Schauen Sie mal, wo, wann, was angebracht ist. Und ich wünsche Ihnen so viel Freude bei diesem Thema, wie wir haben bei diesem Format und bei dem Interesse, das Sie uns immer mehr widerspiegeln. Vielen herzlichen Dank dafür. Bis zur nächsten Woche. Ihr Boris Grundl.